Also nach Hinweis 1, 2 Zuschauer schauen wir uns das mal an, das ganze Video dazu. Und der Titel ist Meine Top 15 Pedale im Preis-Leistungs-Vergleich. Wer geht als Sieger vom Platz? Okay. Nun ist die Frage, warum hat das denn scheinbar so viel Traktion, dass man sich das ansehen sollte? Bis dato habe ich habe ich das noch nie so mitbekommen, dass da in der Richtung irgendwas passiert ist. Gibt es einen Überblick meines persönlichen Pedalvergleichs der letzten 2, 3 Jahre hier bei Ron Reviewed? Ich erstelle für euch eine Rangliste von Platz 15 bis hoch zu Platz 1. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Platz Nummer 15, Fanatec. Kein Vorwort? Okay, also es gibt kein Vorwort. Das heißt, wir müssen das kurz mal dann auseinanderklabüstern. Meine Top 15, also seine Top 15, die er zu Hause hatte. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Also wird nicht deklariert. Gut, also. Clubsport V3 bzw. V3 Inverted. Fanatec hat mit den V3 Clubsport-Pedalen eine mittlerweile in die Jahre gekommene Konstruktion den Anschluss an die High-End-Klasse der diversen Mitbewerber verpasst. Im Speziellen rate ich nicht mehr im Jahr 2024 zu V3 Inverted zum viel zu hohen Preis zu greifen. Hier bieten eben die Mitbewerber im selben Preissegment deutlich bessere Lösungen. Warum dies so ist, Fanatec V3, wisst ihr, ein kleines Pedalset, mittelmäßiges Gefühl auf der Bremse, in Sachen Pedalabstände nicht modular, nicht verstellbar, außer etwas über die Pedalplatten. Ihr habt eine kaum verstellbare Mechanik und wenn, ist dies sehr aufwendig. Und ich rate nur mehr zu Clubsport V3 dann zu greifen, wenn du das beste, teuerste Fanatec-Pedalset haben möchtest, im Fanatec-Universum bleiben musst, weil du auf Konsole unterwegs bist. Und da wisst ihr, muss dies direkt immer über die eigene Wheelbase des eigenen Universums laufen. Platz Nummer 14, Frust. Was ja grundsätzlich erstmal nicht falsch ist. Also es ist ja wirklich, bei der Konsole unterwegs ist, bleibt dir ja nichts anderes übrig. Also valide. Das ist der TLCM-Pedale. Ein großer Plastikbomber, ein großes ausladendes Pedalset, das im Preisbereich von 200 Euro günstig angesiedelt ist, mit einem Aber in Sachen Haltbarkeit, Langlebigkeit, heftiger Pedalnutzung, wenn du jetzt einen Daily Driver suchst, ist dies das Pedalset, wo du in Sachen Materialqualität, Verarbeitung, Abstriche machen musst. Hier kann es zu Knarzen kommen, zu Verschleißerscheinungen an den Federn, an den Plastikaufnahmen. Vorsicht bei diesem Pedalset, wenn du diese längerfristig mit mehreren Stunden am Tag einsetzen möchtest. Platz Nummer 3. Aber warum zählen wir die denn mit auf? Also im Grunde genommen wurden sie ja. Also verstehe ich jetzt, sie wurden jetzt aufgezählt, aber im Grunde genommen hat er nur schlechte Sachen darüber gesagt. Okay, gut. 13 Imsim Talento Pedale. Eine etwas zu schmale Pedalplatte, eine sehr durchschnittliche Kupplung, ein hoher Preisbereich, ein starker DIY-Look, aber trotzdem gute Performance an der Bremse und am Gas. Ist so ein mittelmäßiges, zwiespältiges Gefühl, dass dieses Pedalset hier in meinem Kanal hinterlassen hat. Ein Pedal für eine sehr spezielle Zielgruppe in der Nische von Imsim. Das erste Pedalset, ihr wisst, das ist ein auf Motion spezialisierter Anwender. Ich glaube, aus Portugal, habe ich euch damals auf der Expo vorgestellt. Mein Platz 13 der Pedalsets in den letzten 2, 3 Jahren hier bei Ron Reviewed. Weiter geht's mit Platz Nummer 12 aus dem Hause 3D Rap, die Ngasa Pedale. Ein spannendes Konzept hier über diese Pedalkurven, die du dann mechanisch eben anpassen kannst. Das hat mir persönlich sehr gut bei diesen Pedalen gefallen. Eine etwas raue Betätigung übers Gaspedal, weil diese Einlegeplatten hier in der Mitte nicht absolut plan waren. Das war so ein Punkt, den ich kritisiert habe. Und weil das eben so ein Punkt, DIY-lastig, schrauberlastige Pedale, auch hier für eine Nische, für Enthusiasten, die im Speziellen so ein Konzept, das deutlich vom Mainstream abweicht, ins Haus bringen wollen. Für mich mein Platz 12. Platz Nummer.
was halt fehlt, sind irgendwie Preise, oder? Also wir sind jetzt von 200 Euro Pedale auf 300 Euro Pedale zu, keine Ahnung, wie teuer die anderen Pedalen sind. Also wir haben ja jetzt schon Preissprünge gehabt. Warte mal, wir können ja mal ganz kurz, um das aufzufüllen, das waren drei Drap. Das ist eine italienische Firma und die Pedale kosten, so wie Rondi da jetzt hatte, scheinbar bis zu 649 Euro voll ausgestattet. Also hier nochmal 649 Euro mit 200 Euro Pedal. Okay, gut. Also ist der Preissprung sehr interessant. Imsim. Imsim Talento. Gucken wir auch nochmal. Imsim Talento. Damit wir halt die Preise zumindest mal einordnen können. Yes. Pedals. Imsim sind bei 699 Euro. Oder sogar noch mehr, wenn wir alles dazu kaufen. Clutch Pedal sind 249, also sind wir bei 800 Euro. Also haben wir jetzt schon eine Preisrange von 200 und ein bisschen Euro bis 800 Euro in den ersten vier Plätzen. Okay? Nur, dass wir das mal einordnen können. Nummer 11, New Simulations Evo 1. Das ist das zweite Pedalset hier von einem Einzelunternehmer aus Deutschland. In meinen Augen gute Pedale, starker DIY-Zugang, viel Schrauberei in Sachen Software. Hier noch Nachholbedarf in meinen Augen. Wir haben über diese Diskussion mit der Pedalplatte, mit der Verschraubung gesprochen. Hier gab es Probleme, aber dann auch ein Update. Zusammengefasst ein gutes Pedalset, eine gute Performance auf der Rennstrecke zu einem entsprechenden Preisbereich. Das muss dir bewusst sein, dass eine sehr spezielle Zielgruppe anspricht. Okay. New Simulation. Wenn wir in den Shop gehen bei Nuo, um auch da den Preis wieder herzustellen, da sind wir beim Pedalset bei 879 Euro für alle drei. Wir können auch das Zweier-Pedalset nehmen, da sind wir bei 600 Euro, also wie bei den anderen. Bei den anderen wurde der Preis nicht mit angeführt. Jetzt ist aber für mich persönlich gerade hier ein Problem, was auftritt, was für mich ein bisschen komisch ist. Weil hier wird Software angesprochen, die aber vorhanden ist. Und diese Pedale, die ihr hier gerade seht, die könnt ihr nicht mal mehr kaufen. Also die sind nicht mehr da. Die kannst du seit letztes Jahr nicht mehr kaufen, die Pedale. Und die Software ist auch da. Das heißt, das, was jetzt gerade bei den anderen kann ich das nicht, also ne, ich kann ja immer nur über die Pedale reden, die ich kenne, also die beiden, aber das hier, das stimmt nicht. Das ganze Segment hier ist per se nicht aktuell. Eins, das ist das zweite Pedalset hier von einem Einzelunternehmer aus Deutschland. In meinen Augen gute Pedale, starker DIY-Zugang, viel Schrauberei. Viel Schrauberei stimmt übrigens auch nicht. Also viel Schrauberei stimmt halt auch einfach nicht. Du musst bei den Pedalen nicht mehr schrauben als bei anderen auch. Also wenn du sie auf dich einstellst, musst du hier nicht mehr schrauben. Also selbst wenn du die, würde ich sagen, vom Umbauumfang einfachsten Pedale, die P1000 von Simmagic nimmst aktuell, oder du kannst auch gerne die VRS mit reinnehmen, dann hat beispielsweise VRS einen größeren Schrauberumfang als die Nuos. Und die Nuos sind auf dem Level von dem P1000, weil das super einfach ist, das alles zu machen. Das Einzige, wo du wirklich Werkzeug zu bräuchtest, wäre, wenn du dir die Footrest machst, also wenn du die ranschrauben möchtest, dafür musst du Schrauben lösen, alles andere, also ist wie bei anderen Pedalen auch. Wobei man den Unterschied beispielsweise von dem P1000 auf die Nuos bzw. VRS packen würde, weil bei den VRS und bei den Nuos brauchst du um die Vorspannung zu ändern, zwei Imbusschlüssel, um das zu lösen. Bei dem P1000, um das zu machen, musst du nur einen Stift rausziehen, nach oben einen Stift rausziehen und dann kannst du das ganze Ding rausholen. Also das Segment hier ist nicht aktuell an der Stelle. Das entspricht nicht 2024. Und nochmals, Nuo Evo 1 kann man nicht mehr kaufen. Also
Das hätte man hier auch rauslassen. In Sachen Software hier noch Nachholbedarf in meinen Augen. Das stimmt auch nicht. Wir haben über diese Diskussion mit der Pedalplatte, mit der Verschraubung gesprochen. Hier gab es Probleme, aber dann auch ein Update. Zusammengefasst, ein gutes Pedalset, eine gute Performance auf der Rennstrecke zu einem entsprechenden Preisbereich. Das musst dir bewusst sein, dass eine sehr spezielle Zielgruppe anspricht. Was auch gar nicht stimmt, weil dieses Pedalset ist wie auch VRS keine spezielle Gruppe. Also das spricht niemanden Speziellen an, weil das einfach ganz normale Pedale sind, die einfach nur weniger Leute kennen. Also die sind halt nicht so publik wie beispielsweise VRS, sind aber auf demselben Level wie die VRS. Mittlerweile, muss man sagen. Also die werden ja kontinuierlich geupgradet. Ne? Diese Version da, die ist schon ein bisschen älter. Wie gesagt, kannst du aber nicht mehr kaufen. Und die Software ist auch drin. Und der Preis ist, würde ich jetzt auch nicht unbedingt anmerken, wenn wir davor zwei Sets haben, die genauso im selben Preissegment sind. Platz Nummer 10, Fanatec CSL in Klammer LC. Okay, okay, weil ich höre mal zu Ende kurz, wie das, vielleicht sagt er ja, wie das zustande kommt. Ein Pedalset in der günstigen Preisklasse ab eben knapp 100 Euro mit LC im Bereich von 200 Euro, das sich klar von Fastmaster TLCM absetzt, abhebt und hier absolut zu präferieren ist. Eine gute, sinnvolle, modulare Lösung, wo du Geld sparen kannst, auf eine Lotsel verzichten kannst und auch dann bei Bedarf, wenn du jetzt einen Rig an den Start bringst, einen ordentlichen Gegendruck ans Pedal bringen kannst, ohne dass dir ein Stuhl bei der Schreibtischnutzung wegrollt, du dann in Richtung LC gehen kannst, das zum vertretbaren Preis in einer ordentlichen, sauberen, ausgeräumten Ausführung. Mein Platz 10 der letzten 2-3 Jahre hier bei One Reviewed in Sachen Pedalsets. Platz VRS ist auf 9, okay. Was mich jetzt als Zuschauer verwirrt, ist die Sprünge, die wir tätigen. Also wir springen von 800 Pedale, 600 Pedale, 800 Euro Pedale zu unter 100 Euro Pedale. Also ich verstehe die Sortierung nicht. Meine Top 15 Pedale im Preis-Leistungs-Vergleich. Aber wir können doch Preis-Leistung nicht 80 Euro Pedale mit 800 Euro Pedale vergleichen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Also, na gut, es steht ja auch, also Preis-Leistungs-Vergleich. Aber was bedeutet denn jetzt Preis-Leistung? Wir können ja nicht Preis-Leistung so eine Preisspanne haben. Also wäre es nicht an der Stelle sinnvoller, das in Rubriken einzuteilen? Also zu sagen, unter 500 Euro, 500 bis 1000 Euro und ab 1000 Euro? Weil jetzt gerade, also ganz ehrlich, die Fanatec CSL-Pedale vor die Nuos zu setzen, ist schon für mich persönlich, weil ich sie auch beide in der Hand hatte, finde ich das schon echt frech. Also das hier, so ein Ranking herzustellen. Aber gut, wir schauen weiter. Nummer 9. VRS-Pedale. Sehr fummeliger Zugang, sehr viel Schrauberei. Im Gegenzug dafür eine gute Performance auf der Rennstrecke mit einem aber viel zu viel gehypt im Netz von diversen YouTube-Kanälen in meinen Augen. So zumindest kommuniziert von euch an mich. Im Gegenzug dafür eine gute Performance auf der Rennstrecke mit einem aber viel zu viel gehypt im Netz von diversen YouTube-Kanälen in meinen Augen, so zumindest kommuniziert von euch an mich. Okay, warte nochmal kurz. Einem aber viel zu viel gehypt im Netz von diversen YouTube-Kanälen in meinen Augen, so zumindest kommuniziert von euch an mich. Wer hat das denn jetzt gesagt? Entweder haben das jetzt deine Zuschauer gesagt oder du hast das gesagt. Wer war es denn jetzt? Also, Ron, falls du das eventuell gucken sollst, wer hat das denn jetzt gesagt? Hast du das jetzt gesagt oder haben das deine Zuschauer jetzt gesagt, dass die Dinger überhyped sind? Der Satz ergibt doch gar keinen Sinn. Oder, also korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Was wir mit einem aber viel zu viel gehypt im Netz von diversen YouTube-Kanälen in meinen Augen, ja, so zumindest kommuniziert von euch an mich. Also pass mal auf, okay. Ich verstehe den Punkt. Der ist sogar sehr, sehr solide und sehr valide. Diese Pedale haben 2023 einen riesigen Durchbruch gehabt. Okay? Das waren 2023 die Pedale. Also da müssen wir gar nicht drüber reden.
dass das die Dinger waren. Also die Dinger waren damals für 500 und ich glaube 85 Euro hat man die gekriegt. Und sie waren, muss man einfach sagen, sehr eigen und sehr gut mit dem, was sie gemacht haben. Weil du konntest an den Dingern wirklich alles, aber auch wirklich alles von oben bis unten einstellen, ohne Modden, ohne irgendwas. Und die Dinger haben das getan, was sie tun sollten. Und das waren nicht umsonst die meistgekauftesten Pedale zu seiner Zeit. Wenn wir jetzt mal diesen Satz nehmen würden, okay, mit Hype und sie sind overhyped, dann frage ich mich, warum haben wir denn Fanatec CSL da drinne beispielsweise? Weil Fanatec ist auch immer noch und sehr viel im Hype. So, jetzt frage ich mich aber an der Stelle, warum wird das denn jetzt hier aufgeführt? Also was spielt das jetzt für eine Rolle, ob sie zu gehypt sind oder nicht? Weil am Ende, selbst wenn du das wirklich total subjektiv einschätzen würdest, wurden die Dinger nicht umsonst so viele Male verkauft. Wurden sie nicht. Die Dinger wurden verkauft, weil sie gut sind. Ob sie dir jetzt gefallen oder... Ich zum Beispiel bin davon kein Fan. Ich mag die Dinger nicht. Ich fahre sie auch nicht gerne. Aber ich würde nicht auf den Trichter kommen zu sagen, die sind overhyped. Weil die haben eine absolute Daseinsberechtigung für den Preis und für die Leistung, die sie dir geboten haben. So, aber trotzdem ergibt der Satz für mich keinen Sinn. Für mich persönlich sind sie overhyped. So wurde es von mir für den Zuschauer beigetragen oder zugetragen. Das verstehe ich nicht. Und auch hier sind wir wieder in einem ganz anderen Preissegment unterwegs. Wir hauen hier schon wieder, also wir hauen so viele unterschiedliche Preissegmente durcheinander. Stell dir jetzt mal vor, und wir sind erst bei Platz 9. Stell dir mal vor, es kommt wirklich jemand rein, der sich damit nicht auseinandersetzt. Wirklich jemand, der sich mit dieser Thematik nicht auseinandersetzt. Und der sieht jetzt das. Ich persönlich finde das sehr verwirrend. VRS, mein Platz 9, trotzdem eine gute Mittelklasse-Lösung, wenn du zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten einen Rig bringen möchtest, du nicht abschreckst vom puristischen DIY-Look, dann kannst du bedenken. Und was ist das dann hier? Also wenn da, was ist das hier dann, was ist das dann? Das ist, okay, gut. Persönliches Empfinden, persönliche Ansichten, gut. Wie gesagt, das kann man nicht, wenn du das selber so wahrnimmst, dann nimmst du das so wahr, okay. Kann man jetzt nichts gegen sagen. Es ist für mich nur sehr, ja. Einstellungsmöglichkeiten einen okay. Rig bringen möchtest, du nicht abschreckst vom puristischen DIY-Look, dann kannst du bedenkenlos in meinen Augen zu den VRS-Pedalen greifen. Platz Nummer 8, ebenso ein puristisches Pedalset, SimGrade. Ebenso nicht werkzeugfrei, oftmals fummelig, aber eine sehr gute Performance auf der Rennstrecke. Mir fehlt beispielsweise jetzt, was ist gerade mit puristisch gemeint? Puristisch bedeutet ja wirklich, nach meinem Wissensstand, puristisch bedeutet wirklich, es ist alles weg, was unnötig ist. Aber die Pedale sind doch weit weg von puristisch. Also wenn wir uns jetzt mal beispielsweise, ich zeige euch mal, was ich persönlich unter puristisch verstehen würde, okay? Das hier. Ne? Also nur mal so für euch als Vergleich. Das hier sind Najam Simtek, okay? Wenn du die Dinger in der Hand hast, das ist puristisch. Also hier ist ja wirklich Blech, Schraube, Lotzell, Feder, Bums, fertig, aus, Ende Gelände. Das wäre für mich jetzt hier puristisch. Also ich glaube, auch hier ist wieder die Frage, was versteht man unter puristisch und was versteht man nicht unter puristisch. Aber auch hier persönliches Empfinden, es ist schwer einzuordnen, aber gut. Ein Pedaldesign, das sich etwas abhebt. Ich kenne die Pedale übrigens nicht. Über die Low-Cell-Lösungen haben wir gesprochen. Dann in Sachen Montage, in Sachen Auflagefläche sehr klein. Pedalplatten immer optional. Ein eher hoher Preis, eine Lösung für Individualisten. Ein gutes Pedalset der Low-Cell-Mittelklasse, so würde ich dies hier in meinem Kanal einordnen. Okay, jetzt gehen wir nochmal hier auch an der Stelle gucken. Hier SimGrade, die kosten voll ausgestattet, so wie Ron die jetzt hatte, 650 Euro. Okay, also 650 Euro kosten die Pedale. Das heißt, wir sind von 200 Euro bis 800 Euro durch, haben wir alles gehabt. Okay, gut, weiter. Platz Nummer 7, Fanatec Elite V2 Pedale. Die Weiterentwicklung der Elites und der klare Sieger im Preisbereich rund um 300 Euro für ein Dreiweg-Pedal-Set. Hier kommt an Fanatec keiner vorbei.
Wenn du im Fanatec-Universum bleiben musst, wie bereits erwähnt, beispielsweise Konsolenbetrieb, machst du mit den Elite V2 nichts falsch. 300 Euro, fair fürs Gebotene, saubere Umsetzung, eine Modularität, guter Zugang zu den Elastomeren, eine gute Ausstattung, ein sehr schlichtes Design. Hier gibt es nichts großartig polished, hier dunkel alles in schwarz, matt. Aber 300 Euro, das was in Sachen Rennstrecken-Performance rumkommt, eine klare Empfehlung in diesem Preisbereich. Wo er übrigens nicht Unrecht hat, weil du wirst für 300 Euro, wirst du es wirklich schwierig haben, Pedale zu bekommen. Also du wirst wirklich Schwierigkeiten haben, für 300 Euro Pedale zu bekommen. Du könntest dir jetzt für knapp 300 Euro oder ein bisschen unter 300 Euro die Thrustmaster-Pedale holen oder du könntest dir sowas wie die ich hau das immer durcheinander, die ich euch gerade gezeigt habe. Aber du wirst beim Low-Cell-Pedal wirst du wirklich Schwierigkeiten haben, dort in das Preissegment zu kommen. Ne? Die Frage ist halt immer nur, und das finde ich immer schade, dass das nicht aufgezählt wird, der Kundenservice ist halt einfach eine absolute Katastrophe. Lieferung ist auch gerade eine Katastrophe. Und jetzt sind wir schon wieder bei 300 Euro Pedalen. Konsole, okay. Wir könnten theoretisch, glaube ich, bei 300 Euro, könnten wir noch in die Moser-Pedale reingehen. Wartet kurz. Wir schauen mal kurz nach. Und zwar würden wir bei den Pedalen bei 300 Euro, könnten wir die Moser SRP kaufen. Oder die Moser SRP würden wir für 179 Euro kaufen können. Plus das eine Extra-Pedal für 44 Euro. Also wir würden für 250 Euro würden wir die SRP Low-Cell-Pedale kaufen können von Moser. Das wäre noch eine Alternative, aber wir könnten sie nicht an der Konsole benutzen. Wäre aber eine Alternative, die man hätte hier eventuell auch mit aufzählen können. Ich nehme aber mal an, wir haben zwar hier keine Deklarierung, ich nehme aber mal an, dass die einfach nicht zu Hause waren und man die nicht testen konnte. Ist aber eine Alternative. Weiter. Platz Nummer 6, Asetek Pagani bzw. Asetek Invicta. Ihr wisst, Hydraulikpedale hier mit dem Asetek Invicta Pedalset, das in Sachen Mechanik das gleiche ist wie Asetek Pagani, nur mit eben diesem Pagani Branding, das ich euch vor kurzem vorgestellt habe. Suchst du Hydraulikpedale, wo du dies erleben möchtest, wirklich gegen eine Wand zu drücken, keinen Weg mehr, aber noch eine Dosierung in Sachen Trailbreaking beispielsweise erleben zu wollen, dann ist Asetek mit diesen Asetek Invicta bzw. Pagani Pedalen der absolute Preissieger in Sachen Hydraulik unter 1000 Euro. Da wirst du bei keinem anderen Mitbewerber fündig werden. Sind Magic P2000 oder der Umbau von den P1000. Also auch das ist für Stand 2024 aktuell. Also das ist nicht aktuell. Wir haben Konkurrenzprodukte und diese Konkurrenzprodukte sind auch auf einem sehr guten Standard. Muss man hier mit aufzählen. Sollte man mit aufzählen. So zumindest meine Erfahrungen der letzten Jahre mit unzähligen Pedalsets. Platz Nummer 5, Cube Controls SP01. Sehr teuer, wunderschön, aus dem vollen gefrästen Pedalarme. Eine gute Rennstrecken-Performance, bis sehr gute Lagerung, Gleiteigenschaften. Das Ganze klarerweise zu einem sehr hohen, sehr exklusiven Preis. Die Pedale geben mehr her, als man dieses denen technisch zutraut. Auch das habt ihr mir zahlreich in meinem Simlessing-Test hinter rückgemeldet. Der Preis ist mittlerweile etwas nach unten korrigiert worden von Cube Controls. Dieser Blick zu diesen Pedalen kann lohnen. Bedenken, Stand heute gibt es noch keine Kupplung am Start, eine eigene Pedalplatte, um die müsst ihr euch selbst kümmern. Nischenprodukt für Enthusiasten, aber das, was auf der Rennstrecke und in Sachen Optik rumkommt, in meinen Augen erste Sahne. Platz. Okay, aber was jetzt, okay, ob gut, was Optik da drin zu suchen hat, das ist auch... Aber es ist immer persönlich, es ist immer persönlich, darf man nicht vergessen. 899 Euro, die wurden von 1099 Euro runtergesetzt. Okay, also wir haben hier wirklich alles dabei. Also, achso, Entschuldigung, habe ich vergessen, euch zu zeigen, damit ihr das auch seht. Also die sind gerade hier bei 899 Euro, die Pedale. Also haben wir schon, machen wir auch wieder einen großen
großen Sprung im Preis. Also Tech Invicta mit Kupplung sind auch über 1000. Also so wie es da stand, kosten sie über 1000, wenn ich mich nicht recht entsinne. Aber wir wollen jetzt hier nicht einfach irgendwas sagen, sondern wir gucken einfach mal nach. Asetek bei 900 Euro und die Klatsch dazu 200 Euro. Das heißt, wir sind bei 1200 Euro, so wie sie da standen, stehen sie da. Wenn du nur, also du kannst nur zwei Pedale nehmen, dann bist du bei 904, aber so wie es da stand, bist du bei 1100 Euro. Hier auch nochmal für euch der Preis dazu. 900 für das Zweier-Set und fast 300 für die Kupplung. Okay. Weiter geht's. Simlab-Pedale. Nummer 4. Simlab XP01 Pedale. Die erste Generation von Simlab-Pedalen. Polished, einfach, gut, werkzeugfrei, logisch, out of box, gut unterwegs. So zusammengefasst die Schlagwörter, Stichwörter für diese Simlab Pedale, die auf einem Rig eine sehr gute out of box, gut die unterwegs. Gut aus. So zusammengefasst die Schlagwörter, Stichwörter für diese Simlab Pedale, die auf einem Rig eine sehr gute Figur machen, preislich nicht die Bodenhaftung verlieren, polished daherkommen, einfache Einstellungsmöglichkeiten, all das habe ich euch ausführlich im ASBIS-Z-Review gezeigt. Platz Nummer 3, VNM Lite. Ein Pedalset, das ich euch erst vor einigen Tagen vorgestellt habe. Der absolute Preis-Leistungssieger aller meiner getesteten Pedale, wenn du High-End möchtest, aber eine Preisobergrenze von 500 Euro eingezogen hast. Sind die jetzt puristisch anders als... Die Frage stelle ich mir gerade. Das fischt... Okay. VRS ist puristisch. Hier wird das nicht mit... Okay. Gut. Und gleichzeitig ein Dreiweg-Pedalset an den Start bringen willst. Noch spannender, bleibst du beim Zweiweg-Pedalset, dann wären, glaube ich, lediglich 389 Euro fällig. Und somit was guter Preis ist, ne? Stand Anfang 2024 in Sachen Preis-Leistung, Low-Sell-Bereich, High-End, in meinen Augen kein Weg an VNM vorbei. Aber was ist denn jetzt wieder High-End? Also deswegen, also ich glaube, es wäre sinnvoller oder schöner gewesen, das ein bisschen aufzuteilen. Was ist jetzt High-End? Also ist jetzt Asetek Invictus für 1000 Euro High-End oder ist das jetzt High-End für 500 Euro? Also wie definieren wir denn jetzt High-End? Hier fehlen, also ich, für mich persönlich, so wie ich das jetzt wahrnehme, fehlen hier die Parameter, die einfach gegeben werden hätten müssen, was ist High-End, was ist puristisch, also dass man selber erklärt, was man damit meint, weil, also wenn ich mir das jetzt angucke, werden hier sehr viele Dinge gesagt, aber auch irgendwie keine Dinge gesagt. Platz Nummer 2, Venim Atrex 3 Pedale. Rock solid, brutale Qualität, Pedalarme aus dem Guss, grandioses Design in Sachen High-End, Low-Zell-Pedale im hohen Preisbereich, mein absoluter Favorite. Diese Pedale, die liefern gnadenlos auf der Rennstrecke ab, sinnvolle Designentscheidungen, eine sehr qualitativ hochwertige Ausführung und für mich im Rennstreckeneinsatz beim Trailbreaking, wenn du es dir leisten kannst, unbedingt zu diesem Nischenhersteller Venim zu gucken und hier die Atrex 3 Pedale auf deine Einkaufsliste setzen. So mein Tipp. Kommen wir zum Venim Atrex 3 Pedale. Rock solid, brutale Qualität, Pedalarme aus dem Guss, grandioses Design in Sachen High-End. Und hier merkt man an der Stelle, und das ist super wichtig, und das stelle ich gerade auch fest, als Reviewer solltest du immer sagen, für mich persönlich. Für mich persönlich. Wenn ich das jetzt reviewen würde, würde ich nicht sagen, dass das ein Rock-Solid-Design ist. Weil die geschwungenen Pedalarme, es ist deren Alleinstellungsmerkmal, weil das hat hier nicht jeder. Für mich ist das aber nicht Rock-Solid. Und auch das, also die ich habe sie nicht gehabt. Ich kann ja nur das nehmen jetzt, was hier gerade gesagt wurde. Und hier fließt halt. Und das ist, glaube ich, auch dieses meine Top 15,
Das ist hier sehr viel meine Top 15. Meine. Lozel-Pedale im hohen Preisbereich, mein absoluter Favorite. Diese Pedale, die liefern gnadenlos auf der Rennstrecke ab. Sinnvolle Designentscheidungen, eine sehr qualitativ hochwertige Ausführung und für mich im Rennstreckeneinsatz beim Trailbreaking, wenn du es dir leisten kannst, unbedingt zu diesem Nischenhersteller Venim zu gucken und hier die Atrix 3 Pedale auf deine Einkaufsliste setzen. So mein Tipp. Kommen wir zum ersten Platz. Erster Platz für mich, mein Daily Driver. Acetec Forte S Pedale. Eine preislich fair angesetzte High-End Pedallösung in Sachen Loadcell. Ein modularer Bereich, ein modularer Schritt, den Acetec gesetzt hat. Hier von den Forte zu den trennbaren, getrennten Forte S-Pedalen zu gehen, diese ergonomisch ans Rig zu bringen. Ein gutes Polished Design, werkzeugfreie Verstellmöglichkeiten, eine sehr gute, sehr hohe Rennstreckenperformance. Die Umsetzung in Sachen Loadcell, da wurde viel drüber diskutiert, hier mit so einer kleinen Feder und einer schwächeren Loadcell, aber das, was rumkommt, in Sachen Elastomer, eingefasstes Elastomer in der Hülse und das, was du dann auf der Rennstrecke spürst, beziehungsweise ich wahrnehme, ist für mich top-notch in diesem Preisbereich. Hier führt für mich an Acetec Forte S im Moment kaum ein Weg vorbei und so habe ich Acetec Forte mit den S-Pedalen als Daily Driver im Einsatz. Wenn ich jetzt nicht für euch diverse Pedalsets durchteste, dann kommen die Acetec Forte S wieder an mein Rig und ich bin ab Minute 1 sofort wieder im Spiel, spüre meine Bremspunkte perfekt. Mir gelingt das Trailbreaking am besten und so kommt es zu dieser Wertung hier in meinem Kanal. Zusammengefasst jetzt für euch, ganz wichtig an dieser Stelle, eine subjektive Wahrnehmung, eine subjektive Empfindung spielt immer mit. Die Einzeltests zu diesen ganzen Pedalsets, die könnt ihr in meinem Kanal finden. Bitte klickt auf Videos, scrollt entsprechend zurück. Da müsst ihr bei manchen Pedalsets etwas weiter scrollen, dann findet ihr alle Einzeltests mit Vorteilen, neutralen Aspekten, mit Nachteilen, mit einem Fazit, mit einer Kaufempfehlung. Holt diese Videos unbedingt nach, wenn ihr euch für eines dieser Pedalsets entscheiden möchtet. Und jetzt seid ihr am Zug, postet in dem Video unten mit rein, wie hat euch dieses Format gefallen, kannst du mit diesem Überblick etwas anfangen, welche Rangliste würdest du aufstellen, hast du mit mehreren oder mit ein, zwei Pedalen, die hier vorgestellt wurden, Erfahrungen, wie würdest du diese einordnen, einschätzen, all das würde mich interessieren, poste bitte unter diesem Video in die Kommentarfunktion. Und an dieser Stelle dürfen wir nicht vergessen, dass ein großes Pedal-Highlight noch folgen wird, Simicube Active Pedale bereits bei mir im Haus, die werden ausführlich getestet, ich werde mir hier einige Wochen Zeit nehmen, um euch dann wirklich zu so einem High-End-Pedal-Set zu einer neuen Pedalgeneration beim Simracing ein wirklich aussagekräftiges Video an den Start zu bringen. Sowas geht nicht in ein paar Tagen, auch wenn du Erfahrungen mit unzähligen Pedalsets bereits gesammelt hast. Bitte hier noch um etwas Geduld. Jetzt könnt ihr die Füße wieder runternehmen, arbeiten gehen, was auch immer. Auch das mache ich jetzt. Liebe Grüße von eurem Ron. Okay, ich verstehe, warum Menschen mir das zugeschickt haben. Also kann ich nachvollziehen. Lass mich kurz die richtigen Worte finden. Für mich persönlich, ne, ich jetzt, der sich das jetzt angeguckt hat, als ganz normaler Zuschauer, finde dieses Video nicht schlüssig. Aus folgenden Gründen. Hier werden Preissegmente völlig durcheinander gehauen. Also hier werden halt wirklich von ganz, sag ich mal, Einsteiger günstig bis hoch, High-End, so viele Sachen quer aufgelistet, dass das für mich super schwierig ist, das wirklich vernünftig einzusortieren. Hier werden halt auch Wörter wie
high-end, puristisch in den Raum gestellt, aber leider nicht erklärt, was das jetzt bedeutet. Also was bedeutet jetzt high-end? Reden wir jetzt von Preis oder von der mechanischen Ausführung? Also das ist ganz, ganz schwer hier nachzuvollziehen, was denn und warum denn seine Top 15 seine Top 15 sind. Und für Einsteiger, die das jetzt hier gucken und damit noch keinen Kontakt hatten, ist das, glaube ich, auch nicht förderlich, dieses Video. Bei den meisten Menschen, und das ist meine persönliche Erfahrung, die ich getätigt habe, haben ein gewisses Preissegment. Und in diesem Preissegment möchten sie das möglichst Beste kaufen, was du kaufen kannst. Und auch wenn man einige Dinge nicht mag, als vielleicht Reviewer, kannst du gewissen Stücken an Hardware nicht aberkennen, was sie als Preis-Leistung darstellen. Also vielleicht wäre es schön, wenn das hier nochmal sortiert kommt mit ein bisschen mehr Ausführung und auch aktueller vor allen Dingen. Es ist halt schwierig, in 2024 noch Thrustmaster Lotzell-Pedale zu empfehlen. Bei den Fanatec-Pedalen kann ich das nachvollziehen, weil es wirklich keine Alternativen gibt für die Konsole und demnach ist das eine Daseinsberechtigung, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind, außer jetzt die CSL-Pedale, die ja eine Neuauflage gekriegt haben. Aber auf der 15 immer noch die Fanatec Clubsport V3 zu haben, ist gerade in dem Preissegment schwierig und auch, würde ich behaupten, sind die CSL mittlerweile diesbezüglich auch etwas angenehmer gestaltet. Ich gehe auch ganz stark davon aus, und das ist jetzt nur eine Vermutung, dass die Pedale, die hier aufgeführt wurden, in der Review drin waren und dementsprechend diesbezüglich ein, zwei andere nicht aufgezählt wurden, preis-leistungstechnisch, nehme ich an. Aber das ist schon wirklich schwerer und harter Tobak, das Video. Ich denke wirklich, dass Ron das besser kann. Vielleicht hat er selber viel zu tun gehabt und wollte ein Video machen und hatte, das war seine Idee. Ne, manchmal haben wir halt Ideen diesbezüglich und dann machen wir das und dann ist das vielleicht doch nicht so geil und hätten uns im Anschluss gewünscht, dass wir es doch ein bisschen besser gemacht hätten oder anders gemacht hätten. Aber ich denke wirklich, dass das Video besser gemacht werden könnte. Also auch übersichtlicher und anschaulicher. Wie sehen denn so die Kommentare aus? Ja, das würde ich auch sagen, dass das nicht vergleichbar ist. Ja, das hier finde ich auch sehr, das habe ich ja auch angemerkt, also High-End mit Einsteiger zu vergleichen. Und also ich sag mal so, nur weil man jetzt meine davor schreibt, ne, also meine persönlichen, hätte man ja die 15, also man hätte das ja auch in drei Kategorien packen können, ne? Anfänger 5. Mittleres Preissegment 5 und dann High-End 5. Was ist mit P2000, P1000? Also viele werden hier, sieht so aus, als wenn die Simmagic aufzählen. Aber gut, wenn du die nicht hast, kannst du dazu nichts sagen. Das ist schon valide, also das ist wirklich valide, zu sagen, hey, habe ich nicht zu Hause, kann ich nicht testen, habe ich nichts zu sagen. Die Kommentare sind, würde ich sagen, durchwachsen. Also ich kann verstehen, warum Menschen mir das geschickt haben, dass ich mir das mal angucke. Definitiv, also ne, weil es an ein, zwei Punkten ein bisschen wackelig ist, kannst du mal gucken, was er da antwortet. Die Kommentarsektion offenbart eine Entwicklung, die mich seit einigen Wochen immer mehr stört. Die Leute bilden Lager und greifen jeden an, der nicht ihre geliebte Hardware so zu schätzen weiß, wie sie ist. Dabei ist eigentlich relativ klar ersichtlich bei dieser Liste, dass alles dort genannte Pedalsets ihre Stärken und Schwächen haben und einige auf sehr hohem Niveau auf Augenhöhe liegen und völlig durcheinander dargestellt sind. Dass dabei ein oder andere Ausreißer dabei ist, ist dann logisch, wenn man eben Preis-Leistungs-Verhältnis im Auge fasst und berücksichtigt, welche Pedale Ron überhaupt getestet hat. Aber die Leute haben einfach einen Weißreflex, wie bei solchen Themen. Auch außerhalb des Sim-Racings finde ich schade. Und dabei steht noch so schön im Titel meine Top 15. Ja gut, aber meine Top 15 relativiert ja immer noch nicht, dass so 200 Euro beziehungsweise 100 Euro Pedale vor Pedalen setzt, die 600 Euro kosten. Also das ist ja auch ein bisschen schwierig, aber ist okay.
Danke für deine Nachricht. Wenn es schon so weit geht, dass mich eine Firma bzw. Einzelunternehmer samt Gefolge sogar per E-Mail bombardiert, dann stelle ich mir langsam die Frage, alle Schotten dicht zu machen und mich aus der Kommentarfunktion vollkommen zurückzuziehen, wie das andere YouTuber auch schon längst gemacht haben. Traurige Entwicklung, da gebe ich dir recht. Platz Nummer 11, Nu Simulations Evo 1. Das ist das zweite Pedalset hier von einem Einzelunternehmer aus Deutschland. In meinen Augen gute Pedale, stark. Das ist nicht so ein cooler Leak. Das ist der einzige, den du an der Stelle aufgezählt hast und bei dem du ganz schlimm, also wirklich schlimm, falsche Informationen verbreitet hast und dann haust du noch das Ding raus. Okay, du zählst, bei 15 Pedalen zählst du einen einzigen an. Okay, ob du den jetzt meinst oder nicht. Aber hier kann ich jetzt persönlich die Brücke schlagen, dass du gerade nur Simulations meinst. Und das Gefolge bombardiert dich mit E-Mails. Okay. Und deswegen möchtest du jetzt deine Kommentare ausstellen? Also, okay, wie gesagt, das ist hier alles nur die Information, die ich jetzt hier habe. Finde ich das definitiv schon mal gar nicht mal, finde ich das nicht geil. Weil das Ding ist, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Meine Wenigkeit auch. Und wir müssen für unseren Scheiß gerade stehen. Wir müssen dafür gerade stehen. Ob dir das gefällt oder ob mir das gefällt oder nicht. Ob mir das gefällt oder nicht. Aber ein Einzelunternehmer so in die Pfanne zu hauen in deinem Segment, ist halt aber auch schwierig an der Stelle, weil das nicht stimmt. Und das ist der Stand 2024. So, auch wenn das deine Top 24 sind, ist es unsere Aufgabe, deine als auch meine als Reviewer auf dem aktuellen Stand zu sein oder zu sagen, ich habe keinen aktuellen Stand. Wenn ich keinen aktuellen Stand habe, kann ich über sowas nicht sprechen, weil diese Pedale kann man nicht einkaufen. Und wenn ich das jetzt wahrscheinlich richtig annehme und das gut im Urin habe, weil ich persönlich mit Matthias auch gesprochen habe über seine Pedale, weil das nämlich mein Ding ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, die Firma anzuschreiben und mit denen darüber zu sprechen, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass du auch die Möglichkeit hattest, mit Matthias darüber zu sprechen. Und der ist für sowas echt offen, weil seine Pedale habe ich komplett zerwichst am Anfang. Und die sind kaputt gegangen, pipapo. Aber das ist doch nicht geil. Guck mal, was du hier gerade betreibst, Ron. Das ist doch überhaupt nicht cool. Du gehst halt in dem Kommentar, auf den du antwortest, den pinnst du auch noch an und da ist dein Kommentar unten drunter und du zählst den einzigen Einzelunternehmen, den du als Einzelunternehmer aufgezählt hast, kreidest du hier an. Und das verstehe ich so, dass du den ankreidest. Das ist doch nicht schön, nicht? Und deswegen zu sagen, du machst die Kommentare aus, liest dir bitte mal ein Fanatec-Video, die Kommentare unter meinen Fanatec-Videos durch. Wenn es danach gehen würde, dann sollte ich gar keine Kommentare mehr anmachen. Aber das Recht hat doch jeder, das zu kritisieren, was du machst. So wie du auch Produkte kritisierst, kann dich doch jeder Zuschauer dafür kritisieren, dass du das, was du da gerade gemacht hast, nicht geil findest. Also ich verstehe das Problem nicht. Wenn du in den Wald reinrufst, du musst doch damit auch klarkommen, dass es da wieder rauskommt. Und das ist für mich persönlich dieses ganze, dieser Satz hier, Tobi, ich mag dich wirklich gerne, das weißt du auch, aber diese ganze Wischiwaschi-Kacke hier, was soll das denn? Ey, wenn dir jemand sagt, dass du Scheiße gemacht hast, dann hast du Scheiße gemacht. Dann kannst du das entweder hinnehmen oder du lässt das einfach so stehen und machst es nächstes Mal besser. Wenn ich persönlich mir jedes Mal darüber Gedanken machen würde, was Leute in meine Kommentare reinschreiben, dann bräuchte ich keine Videos mehr machen. Weil mein Ton ist kacke, mein Licht war über ein Jahr scheiße, meine Kameraqualität war ein Jahr scheiße, meine B-Roll ist immer noch scheiße. Wenn ich jedes Mal mich verbuddeln gehen würde, weil mir vier Leute sagen, dass ihnen das nicht gefällt, weil sie einfach von Menschen wie Dan Suzuki oder von dir beispielsweise bessere Qualität gewohnt sind, Bagger, dann bräuchte ich keine Videos mehr machen. Aber du musst doch damit klarkommen, wenn du etwas gemacht hast und das Video ist schon ein bisschen schwierig für mich persönlich und ich sage das jetzt extra nochmal mit Unterstrich, für mich persönlich ist das schwierig, dann musst du doch damit klarkommen, dass dir Leute das sagen. Und auch wenn du beispielsweise P1000-Pedale nicht getestet hast, ist das halt als Reviewer schwach, nicht darüber Bescheid zu wissen und zu sagen, Leute, passt mal auf, für euch, ich habe P1000-Pedale noch nicht getestet. Ich kümmere mich darum, dass ich die irgendwie mal kriegen kann, aber die könnten da vielleicht auch noch reinrutschen. Dieses ganze Ranking basiert auf dem, was du zu Hause hast. So, und jetzt ist die Frage, sollten wir als Reviewer parteiisch sein oder sollten wir nicht parteiisch sein? Und das ist auch immer eine Frage, die ich mir stelle. Und ich finde es gut, dass du deine persönlichen P15 aufzählst. Deine. Weil das ist nämlich deine Meinung und deine Ansicht. Und das ist super, super wichtig als Reviewer und nicht dieses Aalglatte dazwischen. Aber warum zum Kuckuck ist das denn so durcheinander? Und dann verschließt du dich davor und sagst, du willst deine Kommentarfunktion ausmachen.
Das ist doch traurig. Wir müssen doch alle mit Kritik umgehen können, dass wir uns weiterentwickeln können. Beide lesen wir mal weiter. Meiner Meinung nach überhaupt nicht vergleichbar. Siehe Titel, meine Preisleistung, lieber Großrotten. Was ist das für eine Antwort? Das Ranking ist grenzwertig und leitet viele Verkäufer fehl. Hier werden Einsteigerpedale mit absoluten High-End verglichen. Man merke auch, bei Ron hört irgendwo das technische Verständnis auf. Ja, ohne Lesekompetenz wird man im Leben oft fehlgeleitet. Lies den Titel des Videos nochmal entspannt durch. Vielleicht fällt ihr da etwas auf. Das Ranking ist grenzwertig und leitet viele Käufer fehl, was grundsätzlich erstmal nicht verkehrt ist. Hier werden Einsteigerpedale mit absoluten High-End-Pedalen verglichen. Man merkt auch, dass bei Ron hört das technische Verständnis auf. Ja, ohne Lesekompetenz wird man im Leben oft fehlgeleitet. Lies den Titel des Videos nochmal entspannt durch. Meine Top 15 im Preis-Leistungs-Vergleich. Was kann man da falsch verstehen? Das ist unhöflich. Das ist unhöflich. Und da ich, also ist wirklich nur, ich versuche mich gerade in dich reinzuversetzen, weil ich das selber auch habe. Hier hat jemand was gesagt, was dir nicht schmeckt. Und das ist echt schwer zu verdauen. Und das verstehe ich auch. Also ich kann das nachvollziehen. Und es ist schwer zu verdauen. Aber jemandem keine Lesekompetenz zuzusprechen, weil der Titel sagt nichts aus, außer dass das deine Top 15 Pedale sind im Preisvergleich. Nichts sagt das aus. Was kann man da verlesen? Was kann man sich da verlesen? Das ist deine Top 15. Du vergleichst immer noch 80€ bis 100€ Pedale mit 800 bis 1000€ Pedale. Und das kann deine Preis-Leistung sein, so viel es will. Das ergibt keinen Sinn. Diese Vergleiche ergeben keinen Sinn. Und ich denke auch, dass wenn du ein bisschen in dich gehst, Ron, wirst du feststellen, dass das überhaupt keinen Sinn gibt, dieses Ranking. Ich finde technisches Verständnis zwar nicht top, aber okay. Mich stört mehr, dass Ron nicht immer im Test vergleicht, was der Hersteller anpreist. Den Test kann ich echt nicht ernst nehmen. Nur schlechter als Fanatec gewertet, dann solltest du ehrlich sein und nur V2 testen. Die Pedale sind genial und die Software ist perfekt. Für den Preis der Evo 2 findest du am Markt nichts Besseres. Ich schätze deine Videos normal sehr, aber diese Bewertung kann ich nicht nachvollziehen. Selbst die alten Nuos waren deutlich besser als so mancher Blechschrott, den du im Video höher priorisierst. Siehe Titel, meine Preis-Leistung. Aber das ist doch nicht die Ausrede, wenn jemand mit dir in den Diskurs treten möchte. Ohne Preis-Leistung in der Überschrift wäre das Ranking anders. Und ich kann nur das testen, was ich eben als Testmuster im Haus habe oder hatte. Wenn du mir nur zwei als Testmuster zur Verfügung stellst, dann kann ich die auch gerne testen. Aber dann zähl sie doch nicht auf. Oder sagst zumindest, dass es neue gibt. Oder sag zumindest, dass es Software gibt. Aber stell das, was du da sagst, ist falsch. Das ist falsch. Es ist grundweg, schlichtweg falsch. Du kannst diese Pedale nicht mehr kaufen. Und nein, es gibt mittlerweile Software. Das ist falsch. Es ist falsch. Und ich kann dir aus sicherer Quelle sagen, wenn du sowas mit der falschen Firma machst, verklagt die dich auf den Tod, weil das Rufmord ist. Es ist falsch, was dort gesagt wurde. Absolut inkorrekt. Das ist Stand 24 nicht richtig. Zu dem Zeitpunkt, als du sie hattest, war das okay, aber jetzt ist es nicht mehr richtig. Es stimmt nicht. Selbst die Preis-Leistung passt das Ranking nicht. Sorry, wir sind komplett anderer Meinung. Das ist auch okay, wir sind Menschen, Meinungen dürfen unterschiedlich sein. Das ist absolut korrekt, aber falsche Sachen sagt man nicht. Und das ist falsch. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, was da gesagt wurde. Und da muss man doch auch nicht so patzig reagieren, wenn dann jemand darauf hinweist. Und Irren ist menschlich. Fehler machen ist absolut vollkommen fein und korrekt. Und die machen wir alle. Ich bin auch nicht fehlerfrei. Guck dir meine Videos an, da ist so viel Scheiße drin. Und ich werde so oft dafür ermahnt. Aber dafür muss man dann halt aber auch gerade stehen. Also kann ich schon nachvollziehen, warum das so viel Unmut verbreitet. Ich hoffe mal, dass da nochmal irgendwie was passiert oder kommt oder gesagt wird. Weil das ist schon... Ich lehne mich mal weit aus mit solchen Videos und solchen Kommentaren. Schießt man schnell auf YouTube als Reviewer ins Aus. Weiß ich nicht. Also die zwei, drei Dinger, die wir da gerade durchgelesen haben, waren nicht so gut. Also natürlich muss man sagen, das war sehr durchwachsen. Aber die zwei, die wir da jetzt explizit hatten, fand ich persönlich auch schon sehr schwierig. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das ist auch... gehört sich nicht. Ich finde, das gehört sich nicht. Ey, wir haben alle, wie gesagt, wir haben alle schlechte Tage und ich habe auch solche Kommentare schon verfasst. Ich wurde dafür gemaßregelt, ich habe mich dafür entschuldigt, ich habe gesagt, du hast recht. Also, ne? Aber ich denke, das sollte man so nicht, nee. Es ist auch unangenehm, um da jetzt Ron auch mal in Schutz zu nehmen. Es ist auch wirklich unangenehm, wenn deine Kommentarsektion außerordentlich negativ ist. Ist es. Und
du versuchst halt oder du fährst Mauern hoch und versuchst dich zu verteidigen, weil du hast halt in deinem besten Wissen und Gewissen dieses Video verfasst. Nichtsdestotrotz kannst du auch, wenn du das im besten Wissen und Gewissen gemacht hast, etwas falsch gemacht haben oder ist etwas, sagen wir mal, nicht mal falsch. Falsch ist ja nicht mal die, falsch ist nicht mal das richtige Wort dafür. Etwas undurchsichtig dein Video aufgebaut hast, dann kann das schon mal passieren. Und es ist manchmal, glaube ich, also für mich habe ich rausgefunden, es ist besser, einfach mal einen Tag zu sagen, hey, ich lese das jetzt erstmal nicht, ich lasse das sacken, ich verarbeite das erstmal für mich, weil die Antworten sind nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die 2, 3, die dabei waren, die waren schon wirklich sehr patzig und ich glaube, so viel Kontenance sollte man schon haben. Und das mit den Nu-Dingern, boah, also Ron, ich würde dich wirklich sehr bitten, dass eventuell, also ich persönlich würde dich bitten, nicht wegen der Pedalen wegen, sondern weil du ein Reviewer bist und ich glaube, das kannst du wirklich besser, als das da so hinzustellen und das dann in den Kommentaren, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dann auch noch zusammenbaut. Puh, das wäre wirklich, also zumindest sowas in die Richtung wäre ganz gut. Ja, die Preise werden da halt nicht aufgezählt und das ist halt auch die Problematik an der ganzen Sache. Und pass auf, um mich selber, also um selber mich jetzt da an der Stelle nochmal auch mit reinzuwerfen. Ich habe vor kurzem ein Video aufgenommen, da ging es um Monitore von Single Screen bis Triple Screen und Ultrawide und sowas. Und das Video war einfach nur ein gedanklicher Austausch und es gab grundlegend ein paar Informationen, aber nicht genug Informationen. Das Video war, in der Idee war es gut, aber in der Umsetzung war es nicht so gut. Okay? Da haben sich Menschen drunter geäußert, haben gesagt, du, Dizzy, ist ja alles schön und gut, aber es fehlt zum Beispiel, dass wir mal sehen, wie das Game aussieht, ne? Also, dass wir die Auflösung so mal sehen können, wie viel Triple Screen wäre. Es wäre schön, wenn ein bisschen B-Roll drin gewesen wäre und du da nicht nur rumstehst und solche Sachen. Das schmeckt dir nicht, weil die Idee fandst du in deinem Kopf super gut, also total toll. Und das hast du aufgenommen und fandst das auch toll. Und dann stellst du aber im Endeffekt fest, puh, das war ja eigentlich doch gar nicht so toll. Und das schmeckt nicht. Das ist nicht gut. Und mit Kritik umgehen oder Äußerungen, die Menschen tätigen, umzugehen, ist nicht einfach. Und das passiert mir heute auch. Aber das lernst du halt auch nur, wenn du dich darauf einlässt. Wenn du dich nicht darauf einlässt und blockierst, dann, ja, aber gut. Also nochmal, wenn ihr sowas guckt, dann sortiert euch das besser nochmal hin.